Kreatur. Er wohnt eine Treppe über mir mit seiner hübschen Frau. Und niemand hier im ganzen Haus wird aus der Sache schlau. Von 8 bis 17 Uhr baut er Computer im Betrieb. Dann kommt er auf einen Sprung nach Haus, wenn's Abendessen gibt. Um 18 Uhr, da fängt bereits die Volkshochschule an. Da nimmt er alles mit, was er an Bildung kriegen kann. Kennt Goethe, Einstein, Sophokles, Homer und Dr. Hook. Nur einen kennt er nicht, den Meier aus dem zweiten Stock. Oh Mann, oh Mann, wo hat der Mann nur seine Augen? Lässt seine Frau die ganze Zeit allein. Denkt immer nur an sich, man soll's nicht glauben. Da fallen mir doch die dümmsten Sachen ein. Oh Mann, oh Mann, wo hat der Mann nur seine Augen? Ist der so dumm, dass er das nicht kapiert? Eine Frau vergessen ist gefährlich auf jeden Fall, denn Meyers lauern schließlich überall. Er freut sich auf das Weekend, wo er später aufstehen kann. Sie räkelt sich gekonnt im Bett und heizt ihn langsam an. Schon tastet seine Hand nach ihr, da springt er plötzlich auf. Mein Gott, ruft er, schon gleich 8:30, ich muss zum Morgenlauf. Oh Mann, wo hat der Mann nur seine Augen? Lässt seine Frau die ganze Zeit allein. Denkt immer nur an sich, man soll's nicht glauben. Da fallen ihr doch die dümmsten Sachen ein. Oh Mann, wo hat der Mann nur seine Augen? Ist der so dumm, dass der das nicht kapiert? Ne Frau vergessen ist gefährlich auf jeden Fall, denn Meyers lauern schließlich überall. Schnell Frühstück nebenbei rasieren, schon ist er durch die Tür. Er ruft noch durch das Treppenhaus, ich komm nicht heim vor 4. Sie kriecht ins warme Bett zurück, na dann, mein Freund, viel Spaß. Zum Glück ist auch noch Meier da, auf Meier ist Ballast. Oh Mann, wo hat der Mann nur seine Augen? Lässt seine Frau die ganze Zeit allein. Denkt immer nur an sich, man soll's nicht glauben. Da fallen ihr doch die dümmsten Sachen ein. Oh Mann, wo hat der Mann nur seine Augen? Ist er so dumm, dass er das nicht kapiert? Eine Frau vergessen ist gefährlich auf jeden Fall, denn Meyers lauern schließlich überall.